meine Lieben, zu einem weiteren Map Complete und zwar mit Plishard. Wir werden jetzt schon die Kristalloase erkunden. Ich habe Plishard jetzt schon soweit eingestellt. Bei mir war jetzt allein auch aktiv nur die Heldenpunkte. Ich werde euch das einmal zeigen, wo man das macht. Und zwar Map Complete, Path of Fire. Das können wir einfach mal rausnehmen und dann war hier alles rein. Ich habe jetzt die Hero Challenge aus, aber ich glaube, die müsste ich dann wieder aktivieren. Moment. Wo haben wir einen Heldenpunkt? Hier, ja. Okay, die müssen dann wieder an. Wartet, wir gucken nochmal schnell. Hier, Pass of Fire. Genau, die müssen wir aktivieren, aber hier oben die Route der Heldenpunkte müssen wir ausmachen, weil dann war nämlich hier doppelt gemoppelt. Ja, ein Herzchen haben wir vom letzten Part und schon gemacht. Wir haben einen Heldenpunkt und 4 Panorämchen und 16 Sehenswürdigkeiten schon. Wir gucken mal gerade auf der Karte. Wir würden jetzt von hier nach da zum Herzchen. Das ist das, was wir schon haben. Hier hinter zu dem Heldenpunkt. Okay, heißt, wir sagen, wir gehen direkt zum Heldenpunkt und versuchen unser Glück. Ja, das war jetzt nicht geplant. Und machen heute Kartenerkundung. Da das eine relativ weite, große Karte ist, machen wir heute nur Kartenerkundung und dann den nächsten Montag geht's ganz normal wieder weiter mit der Geschichte. Dann müssen wir ja das Tor zu Makali Außenposten betreten mit unseren Freunden. Denn im letzten Part haben wir ja wieder mal gegen die Heroldin gekämpft, mussten Flüchtlinge beschützen. War sehr cool, wir haben den Erfolgspunkt geschafft nebenbei. So, okay. König Joko, genau. Wir holen uns hier mal unsere Verbündeten dazu. Wir wollen kämpfen, genau. Ja. Haben wir auch wieder eine Trotzi-Bar? Ja, dankeschön. Cool. Okay. Dann geht's jetzt hier in diese Richtung weiter. Wir müssen hier, genau, hier haben wir eine Sehenswürdigkeit. Die haben wir. Einmal kurz Karte. Das Panorama haben wir schon. Die Sehenswürdigkeit haben wir, das haben wir auch alles. Die haben wir, die haben wir. Heißt, wir müssten hier hin. Dann machen wir es doch so, wir gehen zur Wegmarke. Und flitzen dann nach links durch. Okay, ich habe jetzt nochmal kurz was umgestellt. Und zwar nur den Barfußweg, weil wir könnten hier auch ganz easy peasy mit dem Greif lang. Deshalb war ich gerade ein bisschen verwirrt, wieso wir zwei verschiedene Richtungen haben. Aber jetzt holen wir uns erstmal da hinten die Sehenswürdigkeit. Die ist im Wasser. Aufgeladen. Genau. Da haben wir so. Und ab geht die Post. Ist das nicht wunderschön? Es tut mir leid, hier wird gerade rumgekloppt wie verrückt. So, dann haben wir die nächste Sehenswürdigkeit schon. Okay, okay, okay. Man kann hier auch super fischen. Das haben wir am Anfang immer gemacht, bevor wir auf die End of Dragons Karte gegangen sind und unten in dieser Höhle da waren. So, okay, den Punkt da drin haben wir schon, heißt, wir machen hier den Schlenker außen rum. Die wollen jetzt hier hoch, dann machen wir das doch. Bin irgendwie ein bisschen langsam. Wieso bin ich so langsam? Genau, wir kommen jetzt in ein Herzchenbereich, glaube ich. Genau, wo der Raptor ist. Heißt, das Herzchen dürfen wir nochmal mal. Aber wir haben hier erstmal ein Panoramchen. Zack. Da laufen die Hühner lang. Seht ihr so, wie süß. Ja, und ich werde wieder von irgendwas gequetscht. Okay. So, wir brauchen
Ah, stopp, stopp. Können wir das auch mit unserem Raptor machen? Raptoren lieben ja, geht. Käfer. Nice. Seht mal, wie viele ihr gemeinsam fangen könnt. Um die zu erreichen, die weiter oben sind, müsst ihr vielleicht noch trainieren. Aber keine das ist Sorgen, nicht schlimm. Ihr werdet schneller. Genau, das ist das ursprüngliche Raptorherzchen, was man so macht. Aber es kommt mit dem, was man zuvor gemacht hat, so einigermaßen nah. Nur, dass man hier so kleine Glühwürmchen jetzt holt. Und das mit Blizzard ist natürlich voll cool, weil der zeigt mir die genau an, wo die sind. Ich würde sagen, wir hüpfen jetzt einmal hier rüber. Da haben wir eins verpasst. Genau so. So, unser Herzchen füllt sich. Also das ist wirklich total, total easy. So, wo will der jetzt hin? Hier runter, oder? Sehr gute Sprünge. Hier, Dankeschön. Das hilft eurem Reittier noch besser zu springen. So, hier unten haben wir noch ein. Ah, okay. Dann gehen wir einmal hier wieder zurück. Und ich glaube, jetzt müssen wir ein paar Raptoren füttern. Hier sind keine Raptoren, wenn dann da drin. Okay. Dann füttern wir den mal. Ja, okay. Also wenn ich das so mit der Grundkartenherzchen vergleiche, sind die ja doch ein bisschen einfacher. Da waren ja manche wirklich bei, wo du dachtest so, what the hell? Aber die gehen wirklich, die Herzchen hier. So, wir haben jetzt hier hinten noch einen Raptor. Und so. Das funktioniert. Ah, jetzt haben wir es. Okay. Also man muss ein bisschen gucken. Mit Blizzard, das ist das natürlich einfacher. So, wo müssten wir jetzt als nächstes hin? Okay, wir haben hier noch einen Heldenpunkt. Okay. Aber dann geht es hier weiter und zu einem Panorama. Das haben wir schon, das Panorama, meine ich. Oder? Das war doch, genau, das war doch die Kante, wo wir im Lager waren. Und da ist auf jeden Fall eine Sehenswürdigkeit. Gut, dann würde ich sagen, düseln wir weiter. Hier hoch. Und erkunden die Karte weiter. Da hat jemand drei Gaben der Schlacht. Nice. Die Legis freuen sich, die man dann craften kann. Tschüpp. Das ist schon geil mit dem Raptor, wenn man den so ausgelevelt hat. Der kann so ellenweit springen. Das ist Wahnsinn. Okay, wir machen es einmal ganz kurz einfacher. Wir machen das jetzt so. Oh, das war der blöde Heldenpunkt. Oh, ich glaube, den kriegen wir nicht hin. Aber ich muss halt auch sein. Ja, schubs mich. Haben wir hier irgendwas mit Strotz? Nee, das habe ich nur auf dem Schwert, glaube ich, ne? Aber hey, er hat schon 26%. Mit Fernkampf geht's ganz gut. Wir haben ihn einfach. Wie geil. Wir haben ihn einfach gekriegt. Cool. Okay. Weiter geht's. Das läuft doch echt gut. Hallo Chojas und tschüss Chojas. So, hier hinten haben wir... Perfekt. So, wir müssen jetzt hier in die Richtung vor. Da vorne ist das Panorama, was wir schon hatten. Und das sind unsere Choja-Freunde. So, das hatten wir auch, das Panoramchen. Dann fliegen wir jetzt links lang. Ich meine, von hier hinten hatten wir noch nichts. Ich bin das letzte Mal, als ich von der Instanz raus bin, hier hinten geportet beim Tempel von Komir. Da habe ich die Wegmarke schon direkt bekommen. Okay, wir müssen hier hin rein, theoretisch. Da haben wir den Heldenpunkt schon. Genau, die Sehenswürdigkeit haben wir schon. Das haben wir schon. Und das Panorama heißt, wir müssten jetzt hier hin. Ich bin gerade im Überlegen, ob wir das von der Wegmarke aus machen. Da haben wir das Panorama. Das ist immer ein bisschen tricky. Ich falle oft einfach daneben. Puh, okay, doch nicht. Diesmal nicht. Gebt euch diesen Tempel. Ist der nicht fantastisch und phänomenal? Mega, oder? Wahnsinn. Okay, den haben wir auch. Dann müssen wir jetzt den Weg einmal rückwärts. Hallo Leutchens, wie geht's? Wie steht's?
Ah, hier wäre auch der zweite Posten gewesen, wo wir unser Signal zu Timey verstärken hätten können. Genau, da sieht man hier an dem WLAN-Signal, sag ich jetzt mal dazu. Und wir haben noch ein Panoramchen. Mui, Achterbahn. Es ist schon fantastisch. Super schön. Super coole Karte. Sieben von zehn. Wir haben schon 69%. Es fehlen noch zwei Herzchen, eine Wegmarke, sieben Sehenswürdigkeiten, drei Panoramen und zwei Heldenpunkte. Okay, wir müssten in die Richtung, um dann so zu gehen. Okay, ich würde sagen, wir sparen uns das und machen Querfeld ein. Und die Details auf der Karte sind halt auch einfach mega. Man hat da so Steinhaufen, Skelette, dann haben wir das hier. Ich glaube, das sind auch so ein paar Pilze mit bei, würde ich jetzt so vermuten mal. So. Aufgeladen. Nächstes Panorämchen. Genau, da unten links, wo man es schon sieht, ist ein Heldenpunkt. Ich weiß nicht, ob das ein Beherrschungspunkt. Ich weiß nur nicht, ob das ein einfacher war oder ein bisschen kniffligerer. Es gibt einen, da muss man so ein Rätsel hier in diesem Gebiet machen. Ganz easy und cool gemacht. So, wir müssen jetzt hier runter. Genau, und da muss man aufpassen. Wir haben nämlich... Ah, wir haben Glück, wir haben nur eine Staubmilbe. Aufgeladen. Dass wir die anderen nicht holen. Oh, da ist der eine, der uns schon entdeckt. Erst nicht, oder? Das war ein Knaller. Weil da muss man nicht kämpfen. Da muss man einfach nur Zwiespalt halten. Kann das ist sehen? Echt von Vorteil. Wieso kannst du nichts sehen? Ach, weil die eine Milbe da noch ist. Entschuldigung. Habe ich nicht mitgekriegt. Okay, in der Zeit, wo du den holst, müssen wir hier hinter. Okay, dann gehen wir da als nächstes hin. Haben wir. Also, bis die neue Erweiterung kommt, haben wir Heldenpunkte ohne Ende. Die kommt. Die ist rausgekommen, glaube ich, wenn diese Folge schon da ist. Und ich freue mich so. Ich bin nur bestimmt am Bauen, am Herstellen für die Heimatstätte. Ich finde es so cool. Es ist wie bei Hogwarts Legacy und bei Sims. Aber sie haben es mega cool gemacht. Individuell kannst du dir die gestalten. Du hast nicht so ein Raster, wo du arbeiten musst. Also super cool. Da hat Lorenity ein Video zugemacht. Mega, mega cool. Lasst mich in Ruhe, Jins. Lasst mich in Ruhe. Okay, ab. Kommando zurück. Kommando zurück. Zurück. Geht weg. Geht weg. Ich will heute nicht so viel kämpfen. Heute ist eher mal eine entspannte Folge. Ich habe die letzten Folge zu viel gekämpft. So, da haben wir eine Hydra. Aber die lassen wir doch schön entlang watscheln. Die kann sich da mit diesen Sandaalen-Dingern ein bisschen kaputt hauen. So, wir müssen jetzt hier lang und Richtung Kumir-Tempel. Boah, Hydra. Oh mein Gott. Ja, wir machen hier die Abkürzung. Wir machen eine kleine Abkürzung. Zack. Genau. Okay. Genau, wir wären nämlich jetzt hier zurückgekommen. Ich mache mich mal kurz unsichtbar, dass mich nichts angreift, weil wir haben hier noch eine Sehenswürdigkeit übersehen. So. Die haben wir dann auch. Hier links. Und jetzt geht's hier lang. Hier haben wir auch ein Herzchen. Da muss man auch den Flüchtlingen helfen. Und wir haben hier Kopfgeldtafeln, für die, die das noch nicht wissen. So. Okay, also Plakate abreißen. Hey, wieso greifst du mich hinterrücks einfach an? Das ist nicht nett. Ich habe nicht gesehen, dass du da rausgekommen bist. Das ist cool mit Blizzard. Wir kriegen angezeigt, wo was ist. Können da interagieren. Kommt da jetzt jemand raus? Nee. Was ist hier? Ich muss nicht alles verstehen. So, entfernen. Aber da ist jemand. So. Hier haben wir jemanden. Ich bin von meiner Familie getrennt worden. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich mache mir solche Sorgen. Ich bin sicher, sie sorgen sich genauso um euch. Ihr habt überlebt, daher gibt es eine gute Chance, dass sie es auch geschafft haben. Sucht weiter. Ihr habt überlebt und das ist, was im Moment zählt. Sehr beruhigend ist das nicht.
Die Heiler meinten, meine Behandlung müsse in einer bestimmten Reihenfolge vorgenommen werden. Aber sie sind mit so vielen Kranken und Verletzten überfordert. Immer mit der Ruhe. Zuerst benötigte ich etwas, um den gebrochenen Knochen zu schienen. Als nächstes sollte ich mich um diese gefährliche aussehende Fleischwunde kümmern. Und schließlich benötige ich Zugsalbe. Also wir brauchen stoppen. Irgendwas zu schienen, würde ich sagen, Zweige. Okay. Dafür was braucht man als erst? Niemals. Sie kommen hier ein an. Stock, bitteschön. Ich flicke sie zusammen. Und dann was, um die Fleischwunde zu kümmern. Wundfaden, Wickel, Medizin. Hier Verbände brauchen wir, glaube ich, noch. Genau, okay. Okay, wir sind mit allem ausgestattet. Jetzt können wir Krankenschwester machen. Okay, als nächstes sollte ich mich um diese gefährlich aussehende Fleischwunde kümmern. Vielleicht die 5? Die 3? Nee, ich glaube, das war falsch. Nee, das brauchen wir. Genau. Und dann Zugsalbe. Wird mit Fieber und Schmerzen zu dämpfen, Geschwüre zu bedecken, Entzündung oder Infektion zu lindern. Das da, oder? Ich glaube, jetzt ja. Ist alles verstanden. Gute Besserung. Medizin, Wickel, Wundfaden, Zweig. Okay, haben wir alles gefüllt. Wo haben wir noch jemanden liegen? Hier haben wir jemanden. Erst einmal benötige ich Zugsalbe. Um Entzündung. Entzündung und Infektion zu lindern. Bitteschön. Um zu verbinden. Hier hast du Verbandszeug. Okay, die sind hier voll am Renovieren. Es tut mir leid, wenn es im Hintergrund lauter wird. Wird für Fieber und Dings zu benutzen. Dann haben wir den zweiten Flüchtling schon geholfen. Sehr schön. Dann weiterhin gute Besserung. Schon viel besser. Okay, gerne. Vielen Dank. Gerne, gerne. So, hier haben wir noch was zum Abreißen. Ah, stopp, Entschuldigung. Jetzt wollte ich mit Medizin und Verbandsfäden schon um mich werfen. So, ich würde sagen, wir versuchen hier nochmal den Kollege. Was ist das? Da sind so Symbole. Da ist ein Haussymbol. Wir müssten den nach oben holen. Ein Haus und mehrere. Mein Heim ist in Elona ist zerstört worden. Wo soll ich denn jetzt hin? Nach allem, was ich gehört habe, seid ihr besser dran, wenn ihr nicht an diesem schrecklichen Ort leben müsst. Wo Leben ist, da ist auch Hoffnung. Wenn das alles vorbei ist, könnt ihr es wieder aufbauen. Fühlt es sich nicht besser an, wenn Pallava Jokus Tyrannei befreit zu sein? Ja, das war richtig. Geil. Sehr cool. Okay, dann holen wir hier noch ein Plakat runter und ich glaube, dann haben wir das Herzchen fertig. Ja. Und wir müssen hier einmal noch die Kriegerin kaputt machen. Nice. Wieder ein Herz. Super cool. Okay, wo müssten wir denn jetzt hin? Lasst mich kurz einmal hier auf der Karte ein bisschen lunsen. Wir müssen jetzt hoch zu's. Ich finde sie so wunderschön. Und mich stört dieses Gebrumme im Hintergrund, aber es tut mir leid. Wir haben hier Ein- und Auszüge im Haus. Es ist bei dem Wetter, wir haben 33 Grad draußen. In der Wohnung sind es 28. Aber ja, manche Leute ziehen dabei um. Hallo, ich will hier... Hallo! Bitte. Wer hat mich jetzt hier ins Visier genommen, bitte? Jetzt. Okay, wir können das Panorämchen angucken. Sieht das nicht cool aus? Und da müssen wir hoch. Für den Heldenpunkt. Und unten ist die Sehenswürdigkeit. Mega cool. Und da ist auch irgend so ein Champion. Nee, so ein... Na, sag schon. Ein Kopfgeld. Jetzt hab ich's. So, ich würde sagen, wir holen uns erst die Sehenswürdigkeit und fliegen dann nach oben. So, wir machen es einmal unsichtbar, dass uns niemand sieht. Genau, und hier darf man dann nach oben laufen. Da muss man echt aufpassen mit den Blitzen. Man kann es mit der Himmelsschuppe machen, würde ich auch empfehlen, weil man einfach ein bisschen schneller ist und die Himmelsschuppe ein bisschen mehr abfängt von einem. Als man selbst. So, hier haben wir den Heldenpunkt. Ich meine, hier oben ist man immer safe. Schnell, schnell, schnell. Nicht, dass ich mich jetzt irre. Wir haben hier noch eine Gebrandmarkentruhe. Die können wir dann noch looten. Tschu.
Genau, genau. Einfach daneben gesprungen. Aufgeladen. So, jetzt machen wir es aber noch auf. Ah, so viel war da jetzt nicht drin. Aber okay, gut. Ich beschwere mich nicht. So, wo geht unsere Reise als nächstes hin? Heldenpunkte haben wir fertig. Wir brauchen noch ein Panorama. Das ist das hier. Und wir haben noch 4 Sehenswürdigkeiten. Und hier ist die letzte Wegmarke. Und ein Herzchen. Ja gut, dann würde ich sagen, schwimmen wir uns auf unsere Himmelsschuppe. Und machen uns, wenn wir hier raus dürfen, auf den Weg. So schön, oder? Dieses Lila, Wüstige, die Bäume sind sogar lila. Wenn du da reingelaufen bist. Wer denn? Wer ist da reingelaufen, Leute? Ich weiß es leider nicht. Wen meint ihr? Aureen sollte hier noch nicht sein, glaube ich. So, hier haben wir eine Sehenswürdigkeit. Vielleicht kommt dem ein oder anderen das jetzt hier auch ein bisschen bekannt vor, denn wir sind hier auch an einer Stelle, wo wir eine reichhaltige Orichalcum-Ader oder Orichalcum, oder wie das heißt. Stopp, jetzt gehe ich in den falschen Weg. Entschuldigung, vor lauter Babbeln. Genau, können wir hier eine Orichalcum-Ader holen, wo man vielleicht aus meinem Orichalcum-Erz-Video kennt. Einmal hier rein. Und links direkt hier um die Ecke. So, wir machen uns einmal unsichtbar. Und schnell wieder raus. Genau, hier oben hinter diesem Fels ist die dann. Manchmal sind ein paar Gegner, aber das kriegt man eigentlich immer gut hin. So, haben wir hier oben irgendwas außer Luftelementare? Ja, wir haben ein Panorama. Das letzte. So. Da sind wir durch, glaube ich. Oder? Nee, falsche Seite. Stimmt, wir sind auf einer falschen Seite durch, genau. Aber ist cool, oder? Es sieht mega aus. Ja, jetzt kommt der Dude hier noch um die Ecke. So, okay. Jetzt müssen wir ein Herzchen machen. Ich kann mich an dieses Herzchen sehr schwer erinnern. So ist recht. Benutzt euren Hammer, um die Verteidigung des Feindes zu durchbrechen. Was? Hammer? Schild? Kann ich irgendwelche Soldaten ausrüsten? Sie hat gesagt, wir sollten sie herschicken zum Trainieren. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal das Schildchen. Hallo Leute, kann ich euch was geben? Gerne. Aber jetzt müssen wir hier den erstmal kaputt machen. Aufgeladen. Hier ist noch ein Dorfbewohner. Achso, der ist noch nicht tot. Oh mein Gott. Vor lauter Dorfbewohner gucken, der ist ja noch gar nicht tot. Lass sie nicht durchbrechen! Erst Verteidigung, dann Angriff. Das war ein Knaller. So, jetzt Dorfbewohner. Aufgeladen. Aber das hat was zu unserem Herzchen beigebracht, auf jeden Fall. Hier ist ein Seil. Ihr habt mich gerettet. Gerne. Ja, wo kommt denn der auf einmal her? Der Babbo da. Vorhin war so einfach so reinmarschiert. Aufgeladen. Dude, wir sind hier. Schnell. Zerstören, naja. Was anderes kennst du, glaube ich, auch gar nicht. Uah, oh Gott. Aber hey, wir kriegen unser Herzchen dadurch voll. Also muss man nicht wirklich irgendwelche jemanden ausrüsten. Man kann auch hier die Geschmiedeten zerstören. Ich würde das jetzt einfach zu Ende mal. Ja, was die hier alles kaputt machen. Die Mongos. Ihr seid böse. Ja, wo kommst denn du von mal wieder her? Ja, jetzt fährt er mich weg. Hallo, falsche Seite. Dankeschön. Okay, den haben wir auch. Hier hinten haben wir noch so ein paar kleine, wie sie einfach alles zerstören von den Leuten. So geht's aber nicht.
So geht's aber nicht. Ich hasse es, wenn die durch die Gegend fliegen. Da oben haben wir noch jemanden. Ey, bleib hier. Ich bin hier. Warte. Hallo. Wo willst du denn hin, Junge? Warte doch. Oh, das hat gesessen. Er ist voll durch die Gegend geflogen. Habt ihr das gesehen? Er hat voll den Kicker abgekriegt. Ey! Ah, die Dorfbewohner setzen den in... jagen den in die Luft. Mit der Munition, die da ist. Okay, jetzt haben wir unser Herzchen. Ihr Lieben, war schön. Dankeschön. So, was fehlt uns jetzt überhaupt noch? Eine Sehenswürdigkeit? Wo ist die? Ah, hier. Genau, hier ist die letzte Sehenswürdigkeit. Unser Herzchen haben wir. Geht weg und lasst mich in Ruhe. So. Eine Karte von vier sind es, glaube ich, oder? Wartet. Wir haben 1, 2, 3, 4. Ich glaube, es sind 5 Karten. Ich meine, es sind 5, glaube ich. Ich glaube, dieses Schwefelland ist auch in 2 unterteilt. So. Okay, das haben wir, das haben wir. Also wir müssen jetzt hier hin. Können wir das irgendwie abkürzen? Bestimmt, ne? Wir kürzen den Weg jetzt einfach mal ab. Okay, ich glaube, wir müssen aber ein bisschen nach oben. Genau, hier. Da lang. Jung, dann haben wir die Karte fertig. Nice, nice, nice. Wow, ist das schön hier. Ist das cool. Ich glaube, wir müssen nach oben, ne? Haben wir. Ah, cool. Okay, können wir hier stehen bleiben. Nice, nice, nice. Cool, cool, cool. Bringt der einen um, der Sand? Ne, der bleibt normal. Okay, cool. Oh, schaut mal, wir haben ein Weberlager. Weil wir die Karte als Elementmagier erkundet haben. Den verkaufen wir an jemanden, der ihn möchte. Und dann sind wir auch schon am Ende der Folge. Wir haben mit Plishard die Karte fertig erkundet. Die erste von Pass of Fire. Und ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Wenn ja, kannst du es mir gerne signalisieren mit einem Abo, einem Like und einem Kommentar. Ich freue mich, dich dann das nächste Mal wieder willkommen heißen zu dürfen. Und sind die Drachenköpfe nicht putzig? Die hat man ja gekickt, wenn man die Erweiterung vorbestellt hat. Und ich finde sie total knuffig. Ja, wir werden dann im nächsten Part hier hintergehen und Makali Außenposten, das Tor betreten. Und ich meine, wir kommen ins Wüstenhochland, in eine neue Karte. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, du auch. Und würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.